Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch eine kleine Challenge mitgebracht, eine praktische Übung, die wir jetzt mal zusammen machen können, um Selbstliebe zu trainieren, um Bewusstheit zu trainieren. Und ich möchte dir zeigen, was du tun kannst, was du jeden Tag für dich tun kannst, um deinem Heilungsziel immer einen kleinen Schritt näher zu kommen. Worum geht es bei der Übung? Es geht darum, dass wir aus dem Ablenkungs- und Verdrängungsmodus rauskommen und uns mit uns selber beschäftigen, uns darüber bewusst werden, was hier im Inneren so abläuft. Das ist nämlich den meisten Menschen sehr, sehr unangenehm. Wir wollen das nicht fühlen, weil wir spüren, dass da unangenehme, negative, bewertende Gedanken im Kopf sind. Oder da sind unangenehme Gefühle und all das. Und wenn wir uns im Alltag so schön ablenken mit all dem, was da ist, das Handy, der Kühlschrank, die Arbeit, der Alkohol, was auch immer, dann müssen wir das nicht fühlen, dieses Unangenehme. Das Ding ist aber, solange der Deckel zu ist und wir das nicht zulassen, kann es nicht aufgeräumt werden. Und wenn es nicht aufgeräumt werden kann, dann können wir nicht glücklich und gesund werden. Das Zeug muss raus. Ja, deswegen nehmen wir uns immer wieder Gelegenheiten im Alltag, wo wir den Deckel aufmachen. Das heißt, dass wir aus dem Ablenkungsmodus rauskommen, dass wir uns nicht mehr ablenken, sondern einfach nur hinsetzen und schweigen. Dazu möchte ich dich einladen, dass wir uns gleich hier in diesem Video 2 Minuten Zeit nehmen, um zu schweigen. Nur die Augen schließen und nach innen gehen. Und ich lade dich ein, das wirklich mitzumachen und auszuhalten und dem Drang zu widerstehen, jetzt vorzuspulen oder wegzuschalten, ja? Sondern spüre jetzt mal in dich rein, was du jetzt gerade denkst und fühlst bei diesem Vorschlag. Ob du denkst, oh, nee, möchte ich nicht, oder vielleicht bist du auch schon viel weiter und sagst, oh, ich habe heute Morgen schon eine Stunde meditiert, das brauche ich jetzt nicht. Auch das kann eine Ausrede sein, wie auch immer. Ja? Es geht darum, dir selber auf die Schliche zu kommen bei deinen Gedanken, bei deinen Ausreden. Und deine Aufgabe besteht jetzt also darin, 2 Minuten mit mir zu schweigen und eine neutrale Beobachterposition einzunehmen. Das heißt, dass du einfach nur beobachtest, was es in dir denkt. Was passiert 2 Minuten lang in deinem Kopf und in deinem ganzen Körper, wenn dieses Video einfach durchläuft, aber ich rede nicht mehr. Und dann schreib mir bitte gerne nachher in die Kommentare, was da bei dir abgegangen ist, was da los war. Vielleicht hast du es sogar schon geschafft, 2 Minuten an nichts zu denken. Dann bist du schon ein Vollprofi. Die meisten können das nicht. Ja? Also beobachte mal, welche Bedürfnisse, was für ein Drang irgendwann in dir aufsteigt, was du jetzt am liebsten tun möchtest. Und guck mal, ob du es schaffst, diese Challenge zu bestehen und das auszuhalten. 2 Minuten. Okay, bist du bereit? Dann starten wir genau jetzt.
Jetzt waren 2 Minuten. Du darfst deine Augen wieder öffnen und wieder hier in der Außenwelt und in diesem Video ankommen. Und jetzt schreib mir das gerne mal rein, was bei dir los war. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn du das geschafft hast, wenn du das ausgehalten hast, diese 2 Minuten das Video anzugucken, obwohl nichts passiert. Und vielleicht ist bei dir sowas im Kopf abgegangen wie: Ach nein, ach, dafür habe ich doch jetzt gar keine Zeit. Oder ja, könnte ich machen, aber naja, nee, das mache ich dann später. Oder so, ja. Also das Sabotagemonster, das übernimmt dann meistens und meldet sich und sagt dir, warum du das jetzt nicht machen solltest. Ja, also weil wir haben halt diese Schutzmechanismen, die uns davor bewahren wollen, uns irgendwie unangenehm zu fühlen. Und weil das ist schon so, also wenn du den Deckel, wenn du dir selber mal die Gelegenheit nimmst, also wenn du dir die Gelegenheit schenkst, nicht wegnimmst, sondern schenkst, dass all das mal an die Oberfläche deines Bewusstseins kommen darf, was da in deinem Inneren ist, das könnte schmerzhaft werden. Das ist nämlich oft so. Da kommen dann bewertende Gedanken plötzlich hoch. Nicht mal das kriege ich hin oder was auch immer. Darauf folgen natürlich dementsprechend dann die negativen Gefühle von dieser ganzen Selbstabwertung und sowas. Ja, das ist nämlich ganz oft so. Und betrachte es einfach mal als Chance. Ja, also ich rede ja immer von diesen Aufräumphasen. Wenn wir gesund und glücklich werden wollen, unsere Depressionen überwinden wollen, dann müssen wir im Inneren aufräumen. Und das bedeutet, dass wir all das mal zulassen, was da in uns ist, an unangenehmen, verdrängten Gefühlen, an Gedankenmustern und sonstiges. Ja? Also worum geht es dabei? Warum machen wir das? Ich weiß nicht, ob du mein Video gesehen hast, die 3 Generalschlüssel zur Heilung. Da habe ich davon erzählt, dass für mich der Weg aus der Depression darin besteht, dass wir zu uns selber zurückkehren. Und zwar zu unserem wahren Selbst. Wir haben ein wahres Selbst und ein falsches Selbst. Das falsche Selbst, das ist so das, ja, das, was man so unter Ego versteht. Ja? Also das sind diese ganzen negativen Vorstellungen über uns selber, diese ganzen Missverständnisse über unseren Wert, dass wir wertlos sind, dass wir zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu hässlich, zu dumm, zu sonst irgendwas sind, dass wir hier nicht in Ordnung sind und da müssten wir besser sein und da machen wir zu viele Fehler, bla 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 bla. Das ist unser falsches Selbst. So bist du nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Wenn es in deinem Kopf sowas denkt, dann ist das nicht die Wahrheit. Ja? Sondern das ist dieses ganze Konstrukt aus Müll und Mist und Schmodder, der sich aufgrund deiner Lebensgeschichte angesammelt hat und der sich drumherum gelegt hat, um diesen leuchtenden, wunderschönen, leuchtenden Kern aus Liebe und reiner Bewusstheit, der du in Wirklichkeit bist. Der sitzt in der Mitte, wie so ein leuchtender Schatz. Und das ganze Schmodderzeug hat sich drumherum gelegt, sodass das Innere nicht mehr erkennbar ist. Und die meisten Menschen machen sich über sowas keine Gedanken. Deswegen ist es so ein Geschenk, wenn man in so eine Krise gerät, weil man dadurch gezwungen ist. Wir Menschen müssen gezwungen werden. Ohne Krise machen wir nichts. Wir bewegen uns keinen Millimeter. Deswegen ist die Krise ein Geschenk, weil sie uns dazu zwingt, mal zu gucken, wer bin ich eigentlich wirklich? Ja, also hier in dieser ganzen Transformationszeit, die hier gerade passiert, da geht es so viel um das Thema Wahrheit. Wir werden ständig abgelenkt von unserer Wahrheit, damit wir es lernen, damit wir eine Gelegenheit haben, wieder zu lernen, zu unserer Wahrheit zurückzukehren. Was denke ich wirklich? Was fühle ich wirklich? Oder sage, denke und tue ich vielleicht Dinge, um von anderen gemocht zu werden, um dazuzugehören oder sowas? Wer bin ich wirklich? Unabhängig von meinem Namen, meinem Beruf und meinem Alter und sonstigen äußeren Merkmalen. Das ist das, worum es geht. Ja? Also wenn wir durch diese Aufräumphasen durchgehen auf dem Heilungsweg, geht es darum, den ganzen Schmodder, der um deinen Kern herum liegt, aufzuräumen. Und diese 2 Minuten Stille, die bieten dir eine wunderbare Gelegenheit, dass das mal an die Oberfläche kommen darf, dass du dir darüber bewusst wirst und dass du es durchlebst und fühlst und dadurch auflöst, dass du es annimmst. Das ist ganz wichtig. Also fühl nicht im Sinne von, ach, es ist so schlimm, so schlimm, so schlimm und ich halte das jetzt aus, sondern fühlen im Sinne von, ich erlaube dem jetzt da zu sein. Ich umarme mich und meine Gefühle.
Ich umarme auch meine Glaubenssätze, auch wenn sie zu negativen Gefühlen führen, auch wenn sie mir das Leben schwer machen. Ich umarme sie jetzt trotzdem, denn die haben irgendwann mal einen Grund gehabt, einen Sinn gehabt, der ist nur jetzt nicht mehr aktuell. Deswegen dürfen sie jetzt verändert werden. Aber ich muss sie deswegen nicht im Nachhinein schlecht machen oder als falsch erklären. Die sind nicht falsch, die sind nur nicht mehr aktuell. Ja? Also mit einer liebevollen, akzeptierenden Haltung all das annehmen, was da hochkommen möchte, wenn wir das Außen abschalten. Und natürlich ist es total sinnvoll, auch mal dir anzugewöhnen, vielleicht sogar eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde zu meditieren, vielleicht auch eine geführte Meditation zu machen. Das kann ich jedem sehr empfehlen. Also ich empfehle immer die Meditation von Dr. Joe Dispenza, die finde ich großartig. Aber es gibt noch viele andere, das ist natürlich Geschmackssache. Aber das ist was anderes, das ist eine andere Übung, ist nicht das Gleiche. Ja? Also es geht auch darum, im Laufe deines Alltags immer mal wieder den Autopiloten abzuschalten und achtsam zu sein und festzustellen, was ist da gerade? Ja? Also ich weiß nicht, ich kenne das manchmal, manchmal braucht man so kleine Aufwecker, um wach zu werden, um zu merken, oh, was passiert mir gerade? Zum Beispiel, indem dir was runterfällt, indem du dir den Arm stößt oder in den Finger schneidest oder sonst irgendwas. Ja, also beobachte das mal. Dein Unterbewusstsein sorgt manchmal dafür, dass du wach wirst, aber das darfst du dann auch erkennen. Ja, das ist nicht einfach Pech, wenn sowas passiert, sondern das sind Aufwecker, damit du ganz kurz mal eben in die Bewusstheit gehst. Was war gerade? Was habe ich gerade gemacht? Was habe ich gerade gedacht? Kann es sein, dass ich mich gerade selber abgewertet habe? Oder, ja, also einmal kurz merken, was da ist. Und dafür ist es total hilfreich, wenn du zwischendurch mal Leerlauf hast. Im Laufe des Alltags, dass du den Leerlauf aushältst. Ja? Wenn du an der Bushaltestelle stehst oder was ich an der Bahn oder wenn du im Stau stehst oder wenn du wartest, bis die Kaffeemaschine endlich durchgelaufen ist oder was auch immer, ja? Wenn so Kleinigkeiten sind, die dich zu einer Pause zwingen, sei dankbar für die Pause. Fang nicht an, dein Handy zu zücken und nach Nachrichten zu gucken. Ja? Das ist wieder so ein Lückenfüller. Wir sind die ganze Zeit beschäftigt mit Lückenfüllern. Und oder dir einen Kaffee zu machen, weil gerade nichts ist. Oder den Fernseher anzumachen oder dich in Arbeit zu stürzen oder sonst irgendwas. Ja, also ständig treibt uns unser innerer Antreiber und unsere Sabotagemonster und sonst was treiben uns dazu, in die Ablenkung zu gehen und um nicht das aushalten zu müssen, was da hochkommt. Aber genau da liegt der Weg in die Freiheit. Ja? Deine Seele schickt dir diese Lücken und schickt dir diese Gelegenheiten, und vielleicht hast du sie bis jetzt noch gar nicht genutzt. Also, ja. Und wichtig ist, dass du wirklich akzeptierend und neutral dich dabei betrachtest und dich nicht fertig machst dafür, dass du irgendwas falsch machst, dass du keine 2 Minuten aushältst oder dass sonst irgendwas bei dir falsch ist. An dir ist nichts falsch. Das ist der Schmodder, der um dein wahres Selbst drumherum liegt. Das ist das, was du siehst. Und dann denkst du immer, das wäre die Wahrheit. Es fühlt sich total wahr an. Man denkt immer, man wäre seine Gedanken und seine Glaubenssätze. Stimmt nicht. Ja, du bist reine Liebe. Du bist wundervoll. Du bist wunderschön. Du bist das wundervollste Wesen auf der ganzen Welt, was man sich vorstellen kann. Und das gilt für uns alle. Wir können es nur nicht mehr sehen. Der Weg der Heilung besteht darin, das wieder sehen zu lernen. Okay. Ihr Lieben, ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt mal gerne rein, was ihr erlebt habt in diesen 2 Minuten, ob ihr die Challenge bestanden habt, ob ihr die Stille ausgehalten habt und was es mit euch gemacht hat. Und ja, ihr dürft natürlich gerne wieder mein Video liken, meinen Kanal abonnieren oder mal auf meiner Website rumstöbern unter www.seelenklopfen.de. Vielleicht ist unsere Facebook-Gruppe was für dich, wenn du dich gerne austauschen möchtest. Liebe dich selbst, denn du bist wunderbar. Und wenn du einen kleinen Schlüsselmoment mit uns teilen möchtest, in dem dir etwas zum ersten Mal gelungen ist auf deinem Heilungsweg oder wo du eine Erkenntnis hattest oder wo irgendwas dich weitergebracht hat, dann mach euch gerne ein kleines Video davon, schick mir das oder schreib mir das per E-Mail, sodass ich es vorlesen kann. Ich wünsche mir sehr, dass wir uns gegenseitig unsere Heilungserfolge erzählen, um uns gegenseitig zu motivieren, um uns gegenseitig Tipps zu geben. Das würde mich sehr freuen. So, ihr Lieben, macht es gut. Tschüss.